Ja, herzlich willkommen. Ich war einen Monat in Malaysia und jetzt bin ich wiedergekommen und jetzt weichen auch schon so diverse Sprossen und so weiter halt ein. Bis dahin kann ich jetzt nicht komplett Rohkost essen, deshalb ernähre ich mich auch von einer gekochten Mahlzeit am Tag. Die zeige ich euch, welche ich da gewählt habe, die für mich am sinnvollsten ist. Ja, ich mache einfach mal einen ganz normalen Einkauf. Ich möchte hier wirklich, ich habe auch nicht ganz so immer ganz 100% optimale Sachen gekauft. Einfach mal ganz ehrlich gesagt, was ich bin losgegangen war Aldi, Rewe und bei den Biomärkten bin ich reingegangen, so ein paar Sachen gekauft, womit ich jetzt ein, zwei Tage hier über die Runden komme. Das möchte ich dir einmal zeigen, wenn man aus dem Urlaub wiederkommt, was man dann vielleicht so direkt essen kann und womit man loslegen kann. So, als allererstes, ich starte eigentlich immer meinen Tag mit Selleriesaft. Ja, finde ich ganz, ganz geil. Verschiedene Natriumsalze, die bräumen so richtig den Magen auf. Ja, deswegen erstmal eine Sellerie-Bio hier auf Ex. Und danach gibt es noch einen zweiten Saft und da wähle ich meistens noch Sellerie mit Fenchel und etwas Mangold. Das ist mittlerweile momentan mein Lieblingssaft. Ja, bald bekomme ich wieder Weizengras und solche Sachen halt. Aber vorübergehend finde ich, ist das so das Beste, was man machen kann. Oder halt Biospinat noch. Das finde ich so die beste Alternative, was man machen kann. Damit starte ich meinen Tag. Die zweite Mahlzeit ist etwas sehr Feierliches. Applaus, Dankeschön, das war's. Kulturheidelbeeren aus Deutschland in Bio-Qualität gibt es wieder bei Rewe. Das ist wunderbar. Uwe, was sagst du? Auf jeden Fall, das ist ziemlich schön, ja. Und zwar, weil es zwei Varianten sogar gibt, ja. Beide gibt es wieder in Bio-Qualität, war ja lange Zeit ausverkauft bei Rewe. Und zwar, diese sind sogar aus Wildsammlung, nachhaltiger Wildsammlung oder deutsche. Was man profiliert, kriegt ihr beide. Plastikfrei, Bio-Qualität, mega geil. Noch kurz zu sagen, was er sich dazu. Chia-Mehl, das mahle ich mir selbst. Ich habe damals schon in meinem Chia-Video gezeigt, dass die Nährstoffe, die Omega-3 vor allen Dingen, viel, viel besser aufgenommen werden, wenn sie gemahlen werden. Ganz, ganz wichtig, kurz vorher, nicht zu lange, sonst oxidieren die anfälligen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Dann, wenn ich etwas super funky drauf bin, dann gibt es dazu noch. Himbeeren, Bioqualität. So, ja, das wäre dann meine zweite Mahlzeit. Dann hatte ich ein bisschen Lust auf Zitrusfrüchte. Hier, Bioqualität gibt es bei Aldi. Weil diese Frucht gab es nicht in Malaysia. Deswegen hatte ich einfach mal Lust darauf. Ist jetzt nicht so meine tägliche Sache, habe ich einfach nur Bock drauf gehabt, ja. Ja, das war's. Und auf jeden Fall, dann gibt es eine gekochte Mahlzeit, ne? Parallel habe ich aber auch noch Berglinsen gekauft. Diese. Und die keimen auch schon hier langsam an, in diesem Keimglas. Warum Berglinsen? Berglinsen werden am allerbesten grün. Ich esse nur Linsen, wenn sie schon grün geworden sind. Denn dann, die Kotyledonen, die Keimblätter, sind das nährstoffreichste, der Zenit der Pflanze. Von daher an, Linsen müssen grün werden, damit sie auch wirklich besser verdaulich sind. Ja, man kann sie nicht nur ankeimen lassen, dann sofort essen. Da kriegen Leute Probleme und sagen, das funktioniert alles nicht für mich, die Rohkost und so weiter. Grün werden lassen, Leute, dann geht's. Beluga werden nicht so grün wie die Berglinsen. Heißer Tipp von mir, Hammerteile. Kann ich euch mal im Folie of Eating zeigen, was ich dann damit esse. Abonniert mich auch sehr gerne auf Instagram, ja, Rovegan am Limit, da seht ihr auch immer, was ich so esse und so. Ja. Zeige ich euch mal ein Folie of Eating. Bei 3000 Daumen und 600 Kommentaren haue ich auf jeden Fall mal ein Folie of Eating raus. Dann seht ihr mal, was ich so esse. Ja, und dann gibt es auch schon eine gekochte Mahlzeit von mir. Und dabei wähle ich, wenn man Aldi-Video gesehen hat, das beste Lebensmittel bei Aldi ist das hier. Und für alle, die das Aldi-Video nicht gesehen haben, das hier sind vegane Nudeln. Und wir haben in den Kommentaren sehr, sehr häufig die Frage gestellt bekommen, die gibt es bei euch, aber bei uns nicht. Was machen wir jetzt? Und da habe ich einen kleinen Tipp für euch. Diese könnt ihr online bestellen. Es gibt verschiedene Shops, welche diese versenden. Und somit habt ihr nun auch die Möglichkeit, diese zu euch liefern zu lassen. Weiter geht's. Leider in Plastik. Ich habe es nicht ganz plastikfrei geschafft, aber ich achte schon mal drauf. Das ist immer das Wichtige, dass man versucht hat, eben was zu ändern. Ja? So. Ich wähle diese roten. Warum? Weil die roten am meisten Eiweiß haben von den drei Varianten, die es dabei gibt bei Aldi. Ja? Da gibt es ja noch die grünen und die beigen. Und die haben 27 Gramm Eiweiß und schmecken dazu auch noch am allerbesten. Was ist das denn? Eine Mücke? Wie kann das sein? Und wie kann die hier überlebt haben? Jetzt mal ehrlich. Ich war doch nicht. Wer war hier? Uwe. Auf jeden Fall, die finde ich wirklich am besten hier. Und zwar dazu esse ich dann halt hier Austernpilze. Ja, finde ich ziemlich geil. Wachsen übrigens jetzt auch im Winter. Ja, kann man auch finden. Hier habe ich hier gesammelt an der Haut. Nein, okay. Ich habe sie gekauft. Und ich mache dazu eine Tomatensoße. Ja, das sind Biotomaten. Ja, die mixe ich. Ganz wichtig, mixe ich mit einer Chili.
Nee, warte. Mein Gott. Einer Chili. Einer Zucchini. Petersilie. Und ein paar Walnüssen. Dann mixe ich das Ganze mit etwas Salz. Seht ihr hier? Steinsalz ist das und ein paar Gewürze noch dran und dann koche ich das einmal ganz kurz auf. Warum? Weil ich versuche immer gekochte Lebensmittel zusammen zu essen und rohe Lebensmittel zusammen. Ja, niemals mischen, weil die haben eine komplett verschiedene Verdauungszeit. Dann hast du Verdauungsprobleme, tust dir damit einfach keinen Gefallen. Ja, wenn du sagst, oh, da esse ich aber noch ein bisschen Rohkost dazu, das bringt dir im Endeffekt weniger, weil du es noch weniger verdauen kannst und es gärt und so weiter. Ja, von daher mach lieber Kochkost und Rohkost. Ja, trenn die beiden Sachen. Ja, deswegen koche ich diese Soße einmal noch ganz kurz ein. Und fertig, da muss man keine kaufen. Und ich finde, die Soße schmeckt ziemlich geil. Das war es soweit, ja. Dann habe ich noch was gegönnt, leider in Plastik, aber ich konnte einfach nicht widerstehen. Ich wollte es einmal in meinem Leben ausprobieren. Das sind frische rote Beeteblätter, ja. In Bio-Qualität gibt es bei Edeka. Habe ich gesagt, ich war nur bei Rewe einkaufen? Alles klar, das war es wieder komplett, Patrick. Nein, also das war hier, wie gesagt, ziemlich... Definitiv keine Kaufempfehlung, die ist doppelt in Plastik eingepackt, ja. Wirklich Schande, aber ich wollte es unbedingt einmal ausprobieren, diese frischen roten Beeteblätter einmal probiert zu haben, ja. Eine Sünde von mir, aber auch diese offenbare ich hier einmal für euch, ja. Das streue ich dann noch so da drüber, über diese Linsenmahlzeit. Das war's, mehr esse ich eigentlich nicht, ja. Dann habe ich mir natürlich noch bestellt hier meine liposomalen Supplements, dass sie schon da sind, wenn ich zu Hause bin. Die habe ich unfassbar vermisst. Ihr wisst, viel höhere Bioverfügbarkeit. Jetzt mit Geschmack, ja, ist wirklich der Wahnsinn. Die schmecken einfach so geil genial jetzt, ja. Die kann man wirklich gut trinken jetzt sogar noch dazu. Und dass der Vitalmix jetzt mit Liposomal und Q10, Leute, das knallt. Ich sage euch das, das knallt euch. Das knallt. Hier Vitamin D, meiner Meinung nach das Leckerste geworden von den allen, vom Geschmäcker her. Mango. Ja, das war's. Die gönne ich mir auf jeden Fall jetzt wieder, gerade Vitamin D. Unfassbar wichtig bei dem scheiß Wetter hier draußen. Ja, das war es auch wieder von mir. Ganz praktisches Video. Das habe ich eingekauft, ganz ehrlich, was ich so mache, was ich so esse. Nicht alles 100% optimal, bisschen Plastik noch dabei. Aber so ist das halt, ja. Ich arbeite auch dran. Dankeschön fürs Zusehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auch nach oben. Ich würde mich sehr freuen, wenn du ein Abo da lässt und dabei auf die Glocke drückst, damit du informiert wirst, wenn ein neues Video kommt. Das war schnell. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Rovegan am Limit sagt, checkt auf vitasomal.de. Checkt auf jeden Fall ab, checkt euren Vitamin-D-Spiegel, ihr habt hier alles drin, K2, Vitamin D und Magnesium, also besser geht's nicht, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.